Im Rostocker Zoo genießen die Bienen einen besonderen Stellenwert. Schließlich gehören sie zu den ältesten Begleitern der Menschheit und sind eine wahre Quelle der Gesundheit für uns alle. Deshalb stellte der Zoo Rostock die Bienen in den Mittelpunkt beim Landeszootag 2016. Die Leitung des Tierparks blickte dabei auch stolz zurück. Wir haben 15 Jahre Jubiläum unserer Imkerei. Das ist eine sehr erfolgreiche Geschichte. Nicht, weil wir jetzt Step by Step das ausgebaut haben, sondern weil wir unser Ziel erreicht haben. Ziel ist es, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für den altehrwürdigen Beruf des Imkers zu wecken. Somit wird auch die Brücke zwischen Artenschutz und Landwirtschaft geschlagen. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus ist für beides zuständig. Sein Besuch beim Zootag eine Herzensangelegenheit. Ich habe vor 6 Jahren die Idee gehabt und ich glaube, es ist ein großer Erfolg. Wir haben 35 zoologische Gärten in Mecklenburg-Vorpommern. In unsere zoologischen Gärten kommen jährlich bis zu 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher. Im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern spielen Zoos, Natur- und Umweltparks eine wichtige Rolle. Schließlich sind sie eine gut funktionierende Einnahmequelle. Andererseits tragen die Zoos auch zum Umwelt- und Artenschutz bei, ganz abgesehen vom Bildungsauftrag. Diese Rolle wird vom Land erkannt und anerkannt. Der Landeszooverband mit den einzelnen Mitgliedseinrichtungen wird durch das Land sehr gut unterstützt. Wir sind ja beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, aber wir werden über alle Ministerien hinweg unterstützt und auch gefördert. Doch mal Hand aufs Herz. Nicht nur ums Geld geht's uns allen beim Zoobesuch. Es ist schlicht und einfach eine große Freude, Tieren aus der ganzen Welt in ihrer unglaublichen Vielfalt zu begegnen. Es sind diese Glücksmomente, die wir im Zoo erleben dürfen. Und insofern ist es wirklich ein Ort der Heimatfindung, aber auch der Faszination der Natur. Und deswegen glaube ich, ist es gut und die Resonanz ist ja überwältigend. Heute werden die zoologischen Gärten von Schulen, Kindergärten besucht, weil wir auch ganz bewusst die Kinder und die Schulen umsonst hier reinlassen. Noch nie waren unsere Zoos so vielfältig wie heute. Noch nie waren sie ein so wirksames und wichtiges Instrument zur Bewahrung der Artenvielfalt. Der Landeszootag hat dies ein weiteres Mal bewiesen.